Das muss ich natürlich noch vorhin sagen, weil meine Mutter mit ihrem Vater, der in Berlin blieb, hat sie gesagt, jetzt ist alles egal, jetzt wollen wir auch wieder zurück nach Berlin. Trotz der Bombenangriffe und allem, ja. Also, wir sind aus Thüringen auch wieder evakuiert nach Berlin, haben da die letzten schlimmsten Bombenangriffe miterlebt und haben dann auch die Befreiung Ostdeutschlands und bis zur Elbe sozusagen unter russischer Vorherrschaft erlebt. Und das ist aber, also die ganze Teilung Westberlins in die verschiedenen Zonen, das ist erst in der Nachkriegszeit. Also vorher, während der Eroberung, war Berlin vollständig in russischer Hand. Dann sind wir letzten Endes in einem Haus gelandet, da sind wir zur Untermiete. Da kriegt man eben ein großes Zimmer und da haben wir alle gewohnt. In einem Raum. Das heißt, Sie, Ihre Mutter und Ihre beiden Brüder. Ihre Mutter, Ihre beiden Brüder und Sie. Naja, und der Und der Vater, Vater, der Herr Finke. der, aber die hat sich dann wieder überworfen mit ihrem, der war auch ein Arbeiter und hat gerne gesoffen und ich kam überhaupt mit ihm nicht zurecht. Und ja, ich bin dann rausgezogen. Meine erste Wohnung war am Ende des Kudamms, oben im fünften Stock, bei einem Beleuchter von der Oper. Der hatte sich da im fünften OG, was ja eigentlich ja kein Wohnhaus mehr war, sondern Sie müssen sich vorstellen, die Leute waren ja nicht dumm. Die haben jede Möglichkeit, sich irgendwo sesshaft zu machen, haben sie ausgenutzt. Und dann hat der Vermieter, hat diese fünfte OG ausgebaut und eine kleine Kammer hat er mir als Untermieter dann zur Verfügung gestellt. Da habe ich dann gewohnt. Bin dann immer den Kudamm hoch und runter, weil das war für mich dann plötzlich mein echtes Zuhause.